Na, gut gemacht. Im Brief stand, dass Avery seinen Schatz zum Schiff bringen lässt. Ja. Glaubst du, der Schatz ist noch auf der Insel? Ich glaube, das ist nicht mehr wichtig. Dieser Ort gefällt mir nicht. Ich habe so das Gefühl, dass hier noch einige Dinge passieren können, die vielleicht unerwartet sind. Vor allem, wenn man sich mal die letzten drei Uncharted-Teile so ansieht. Am Ende gab es immer ein klitzekleine Überraschungen. Hey, Bücken! Ja. Oh. Hier hat sich Avery wohl eine Panikhöhle gebaut. Ja, wo die wohl hinführt. Ach, Mist. Wir werden es rausfinden. Ich will es aber nicht herausfinden. Sieht nicht stabil aus. Ja. Kapitel 19. Averys Abstieg. Was wir hier wohl finden werden. Da, frische Fußspuren. Sie müssen hier lang sein. Ganz schön viele Spuren. Machen wir lieber langsam. Nichts da langsam. Na bitte. Ah, okay. Auch eine Sackgasse. Seltene Dienstleute. Die verwenden Dynamit, wo sie nur können. Ziemlich dämlich, das hier zu verwenden. Tja, die sind ziemlich dämlich. Oh oh. Hast du Ersatzbatterien? Ja, ja. Aber sie liegen auf dem Meeresgrund. Ich frag nicht. Na toll. Besser so. Wow, warte. Eine Art Todesfalle? Ja. Aber Sam und die anderen haben es geschafft. Machen wir es ihnen nach. Ja, denn ich will nicht unbedingt sterben. Ach stimmt, ja, einfach den Fußspuren folgen. Also ich weiß nicht... Das gehört dazu. Nicht, wo keine Fußstapfen sind. Was? Ich bin nur gerade beschäftigt, nicht in die Luft zu gehen und entspannen. Puh. Also ich finde diesen Ort... Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde diesen Ort ein bisschen gruselig. Ich bin kein Fan von Horror in Spielen. Spielen überhaupt nicht. Da bin ich das größte Weißeiweiß, was ihr euch nur vorstellen könnt. Die Spur ist hier zu Ende. Vermutlich ist der Gang hinter ihnen eingestürzt. Hey, lass uns das hier aus dem Weg räumen, okay? Ja. Kommen wir nicht durch. Wohl eher nicht. Nur wie denn sonst? Oh nein, nur ein bisschen länger. Mist. Na, geh doch an. Na los. Verdammt. Hallo? Hey, hast du noch Sams Feuerzeug? Ja, gute Idee. Komm schon. Komm schon. Klar ist das Ding leer. Auf dem Scheißboot hat er wie ein Schlot gequalmt. Ganz ruhig. Ich hab noch Streichhölzer. Wirklich? Na klar. Na bitte. Oh. Ah. Oh, sorry. Moment. Hallo? Hier drüben. Ja, wo? Ich sehe nichts. Oh, mein Kopf.
Wo sind wir denn jetzt? Danke, du warst gut vorbereitet. Irgendwer muss das sein. Komm, suchen wir einen Weg. Ah, okay. Romantische, ich dachte schon, wir sind jetzt wo ganz anders. Schon komisch, was du romantisch nennst. Allerdings. Ja, extremst romantisch. Nicht. Nichts, was man hier so sprengen könnte oder so. Oh. Huh. Lieber nicht da reinfallen. Hier ist doch gar nichts. Sieht vielversprechend aus. Räuberleiter? Ja. Na komm. Okay, und jetzt du. Okay, danke. Thank you. Vorsicht, Kopf. Ja. Ja, das ist wirklich unheimlich. Was soll das sein? Keine Ahnung. Die Hände, die mich bestahlen. Wow, an diesem Punkt war Avery schon völlig durchgedreht. Mir gefällt's hier nicht. Mir auch nicht. Raus hier. Sackgasse. Die sollten wirklich mal mit dem Dynamit bisschen sparsamer umgehen. Sieh mal, Avery hatte noch Galgen über. Übrig. Was? Man sagt übrig. Sicher? Ja. Tja, niemand mag Klugscheißer. Übrig. Ganz genau. Aber Elena hat recht, man sagt übrig. Und wie wir alle wissen, Frauen haben immer recht. Was? Bist du okay? Was war das? Ich glaub schon. Was war das? Eine Falle. Avery wollte wirklich nicht, dass jemand hier runterkommt. Okay, pass auf dich auf. Ich? Du bist doch darauf getreten. Gut. Pass auf mich auf. Jetzt habe ich mich aber erschrocken. Puh, mein Herz. Verdammt. Verdammt. Bist du okay? Soweit, so gut. Bleibe lieber ein Stückchen zurück. Ja. Also wenn wir Mumien sehen, zurückspringen. Okay. Du Scheiße! Bist du okay? Ja. Naja. Na zum Glück. Jetzt wissen wir wenigstens, was vorhin explodiert ist. Ja, kein Wunder, dass der Gang überall eingestürzt ist. Oh, da wollte ich gar nicht runter. Das ist rutschig. Verdammt! Menschliche Mobiles. Schöne Dekoration. Wir hatten.
mehr Mumien. Nicht explodieren, okay? Pass. Bitte nicht. Shit. Oh je. Das kann nicht gut für die Lunge sein. Gut. Ich hätte Ohrstöpsel mitbringen sollen. Schreie ich? Was ist das für ein Ort? Ich meine, ganz im Ernst. Dieser Hanum Avery ist ein bisschen verrückt. Nate, Vorsicht. Ja. Und Avery mimt den Ägypter. Nur war diese Mumifizierung nicht, naja, freiwillig. Wieso Mumien? Da ist blaues Licht. Okay. Hier geht's wohl nicht weiter. Moment, da war was. Oder irre ich mich? Ein Schatz. Ein antikes Steingefäß. Naja, nichts Besonderes. Wobei, ich kenne mich da nicht so aus. Vielleicht ist es Millionen wert, wer weiß. Gut, wir haben die Spur wieder. Die Fußspuren führen da lang. Mach dich auf Ärger gefasst. Wo lang? Hey, soll das eine Anspielung sein? Nein, komm bitte runter. Komm du doch runter. Ganz langsam. Kleine Rolle für zwischendurch, ne? Zum Warmwerden. Die haben wohl nicht richtig aufgepasst. Hier ist keine Spur von Sam. Wir finden. Das hoffe ich doch. Verdammt. Elena, runter! Sie haben uns wohl gesehen. Alles zum Einsturz bringt. Bin dabei. Da laufe ich genau in die Granate rein. Oh mein Gott. Zurück. Hoch. Wir sind tot. Das war nicht allzu schlau von mir. So, zwei Typen weniger. So. Na, die Waffe hört sich gut an. Ich glaube, ich nehme die. Obwohl, das sind mir eigentlich zu wenig Schüsse. Ja, das ist schon mal besser. Das waren alle? Die Musik hat aufgehört, also denke ich mal ja. Okay, sie läuft wieder, das heißt wohl nein.
Puh. Wow. Eine explosive Angelegenheit. Verschrecken. So. Immer weiter. Immer weiter. Gibt's ein paar Granaten? Das würde mich freuen. Na, immerhin neue Munition. Einfach runterspringen? Na gut. Zum Glück. Da werden mir Averys explodierende Mumien doch fast sympathisch.